bevor er zu uns nach Hause kommt, muss ich noch Geralds Essen und Lieblingsspielzeuge einpacken. Oh, und sein Ball. Tschüss, Mama. Tschüss, Caillou. Grüß bitte Gerald von mir. Guten Morgen, Gerald. Freust du dich darauf, heute mit zu mir zu kommen? Du wirst einen ganz tollen Platz neben meinem Bett haben. Da ist es schön und warm und wir können ganz viel spielen und... Gerald? Schläfst du etwa noch, mein Freund? Jetzt ist Schulzeit. Gerald? Du musst jetzt rauskommen. Oh nein! Gerald ist weg! Guten Morgen, Klasse. Machen wir uns alle bereit für den... Oh, Caillou, was stellst du denn da drüben an? Gerald ist weg. Warum setzt du dich nicht, Caillou? Dann erkläre ich's. Also, Klasse, wie ihr bereits selbst schon gesehen habt, ist Gerald nicht mehr hier. Wo ist er? Gerald war ein sehr glücklicher Hamster, aber er war auch schon ziemlich alt und ist leider letzte Nacht auf einmal im Schlaf gestorben. Tot? Ja, er hatte ein langes Leben und mochte euch alle wirklich sehr. Nun, ich wollte ihn heute mitnehmen. Macht nichts, Caillou. Du nimmst ihn mit, wenn er zurück ist. Nun, Leo, tut mir leid. Doch Gerald kommt nicht mehr zurück. Jemand, der stirbt, kommt nicht wieder. Das heißt, wir werden Gerald nicht wiedersehen. Das mit Gerald tut mir leid, Caillou. Er hatte ein tolles Leben. Ich weiß. Aber ich werde ihn vermissen. Kein Hunger, Caillou? Magst du denn vielleicht Eiscreme? Eiscreme? Nein, danke. Kann ich bitte aufstehen? Na klar. Darf ich reinkommen? Das mit Gerald tut mir leid, Caillou. Ich weiß, er war dein Freund. Aber weißt du, was ich noch weiß? Du warst auch sein Freund. Du hast ihn sehr glücklich gemacht. Und keiner von euch beiden wird das je vergessen. Aber ich werde ihn nie wiedersehen können, oder? Ich weiß. Aber du wirst dich immer an ihn erinnern. Und solche schönen Erinnerungen bleiben ewig bei dir. Ich glaube, Gilbert möchte gerne mit dir spielen. Danke, Gilbert. Heute, Klasse, könnt ihr alles malen, was ihr wollt. Aber es muss etwas sein, das euch wirklich glücklich macht. Ich möchte gerne Gerald malen, weil er war mein Freund. Er ist nicht mehr da. Und leider kann ich ihn nicht mehr sehen. Das hier ist meine Lieblingserinnerung. Mein Papa sagt, Erinnerungen halten ewig. Jetzt kann ich mir immer das Bild ansehen. Mich an Gerald erinnern und bin glücklich. Leb wohl, Gerald. Thank you.
Hey Klasse, das Wochenende nähert sich. Wir müssen sehen, wer das Klassentier Gerald mit nach Hause nimmt. Nun, wer will ihn mitnehmen? Caillou, warum nimmst du Gerald nicht mit? Dann kann ich ihn füttern, mit ihm spielen und er kann morgen in seinem Ball herumlaufen. Nun raus aus den Federn! Es gibt Frühstück! Komm schon! Mama sagt, du kannst in deinem Ball spielen! Caillou, Leo ist hier. Komme, Mama. Wart hier, Gerald. Hey, Caillou. Leo, bist du hier, um Gerald zu sehen? Ich wollte ihn gerade nach draußen bringen. Klar. Damit er Bewegung bekommt, habe ich ihn in seinen Ball gesetzt. Oh, nein. Was ist los, Caillou? Wo ist Gerald? Er war hier und jetzt ist er weg. Mama, ich hab Gerald in seinen Ball gelassen und jetzt ist er verschwunden. Alles gut, Caillou, wir finden ihn. Ihr Lieben, das ist Alex. Nun, es kann sehr beängstigend sein, in eine neue Schule zu gehen. Also lasst uns alle dafür sorgen, dass sich Alex hier wohlfühlt. Warum setzt du dich nicht, Alex? Spielen. Oh, tut mir leid. Vielleicht können wir... Nein, lass mich in Ruhe. Du bist heute ja sehr still, Caillou. Wie war's in der Schule? Es war okay. Kein Hunger, Caillou? Ich dachte, du isst gern Spaghetti. Spaghetti!
Caillou, Papa spricht gerade mit dir. Hallo, Erde an Caillou? Bist du da? Ich will keine Spaghetti, Papa! Du hast Rosi Angst gemacht, Caillou. Ich weiß. Tut mir leid, Papa. Ich war nur so wütend. Nun, sag mir doch mal, was dich so wütend macht. Nun, ja. Ich wollte mit dem neuen Jungen in meiner Klasse spielen und er hat mich geschubst, was wehtat. Ich weiß nicht, warum er so fies war. Tut mir leid, Caillou. Ich verstehe, warum dich das wirklich wütend macht. Ich wollte nicht gemein zu Rosi sein. Ich hab nur Angst. Schon okay. Rosi verzeiht dir bestimmt, wenn du dich entschuldigst. Caillou? Tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht hab, Rosi. Es ist nicht schön, Angst zu haben. Biscotti! Super Idee, Rosi. Lass uns runtergehen und aufessen. Was, wenn Alex wieder fies ist, Papa? Ich komme mit rein und wir sprechen darüber zusammen mit Mrs. Martin, okay? Vergiss nicht, wenn jemand gemein zu dir ist, kannst du es immer deinem Lehrer sagen. Okay. Guten Morgen, Caillou. Hi, Mrs. Martin. Ich muss Ihnen was sagen. Hey, Caillou. Hi, Alex. Ich wollte dir sagen, es tut mir wirklich leid, dass ich dich gestern geschubst habe. Es ist wirklich furchteinflößend, neu zu sein. Aber ich wollte nicht gemein zu dir sein. Wenn du noch mit mir befreundet sein willst, wäre ich gern dein Freund. Schon okay. Manchmal kann ich auch gemein sein. Aus Versehen, wenn ich Angst habe. Wirklich? Ja. Papa sagt, dass es nur wichtig ist, sich zu entschuldigen. Komm her, Caillou. Du willst doch nicht, dass Alex am zweiten Tag zu spät kommt, oder? Komme! Komm mit. Ich stell dir Leo und Clementine eben vor. Das habe ich von meinem Onkel bekommen. Wow! Damit können wir ganz viele Streiche spielen. Was machen wir zuerst? Ich weiß nicht. Such du doch was aus, Caillou. Oh! Schnell! Oh nein! Wirklich lustig, Jungs. Hi, Leo. Hallo, Caillou. Wie kann ich euch zwei helfen? Wir haben für dich Erdnüsse, Papa. Magst du welche? Für mich? Das ist sehr lieb von dir, Caillou. Danke. Wow! Oh, ihr habt mich erwischt.
Okay. Ihr. Hallo Rosi, Caillou, hi Leo. Hallo. Oma, magst du etwas Saft? Oh, na klar, Caillou. Ich bin schon etwas durstig. Rosi, willst du mir mit den Eiswürfeln helfen? Eiswürfel! Eiswürfel! Vielen lieben Dank, ihr zwei. Oh, oh, guter Gott! War das ein Streich? Ja!